meine Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus dem schönen Singapur, lebe und arbeite hier mit meinem Gesangsstudio Stage Art Studio. Und heute möchte ich mir mal gerne Shireen David anschauen. Ja, wir haben bereits schon einige Shireen David Videos gemacht, also wirklich tatsächlich mehrere Videos, und die waren auch sehr erfolgreich. Euch hat das sehr gefallen. Und in meinen Videos geht es immer darum, dass ich euch erkläre, wie euer Lieblingssänger singt, was euren Lieblingssänger gesanglich ausmacht und im Grunde genommen, was eigentlich mit der Stimme passiert und wie er diese verschiedenen Stimmlagen und Töne kreiert und wie ihr sie nachbringen könnt. Wie einige von euch schon mitbekommen haben, hat ja Shireen David eine Gesangsausbildung gemacht im klassischen Bereich. Und ich hatte ihr im letzten Video erklärt, dass sie sich gesanglich auskennt, weil sie verschiedene Stimmfarben benutzt, die sie mit der Kehlkopfeinstellung beispielsweise macht. Ist ein bisschen reingeschaut, ist natürlich viel mehr gerappt als eigentlich richtig gesungen. Aber ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen was durchgehen, damit ihr es zu Hause, falls ihr es nachrappen wollt. Dann würde ich euch ganz gerne zeigen, wie ihr diese verschiedenen Stimmfarben, die sie jetzt macht, nachkreieren kann. Im Englischen sagen wir, dass es immer ganz schön ist, dass ein Künstler diverse ist, in terms of singing. Also wenn jemand halt nicht singt, leise rieselt der Schnee, oder beispielsweise, I'm on the deepest, rushes are cried for. Du möchtest ja singen, I'm on the deepest, keine Ahnung, oder I'm on the deepest. Was immer dir auch einfällt, ne? Tell me something, girl. Oder girl. Oder tell me something, girl. Da habe ich jetzt auch angefangen. Hab dann mit mehr Stimmansatz zu Ende gesungen. Und so weiter und so fort. So, lass uns da jetzt mal reinschauen. So, lass uns mal loslegen. Ich muss auch Stops machen, nur vorweg, ne? Weil ihr wisst das ja, wie das mit den Stops ist. Und Copyright Strikes. Das heißt, da würden ein paar Stops kommen. Die Beats sind schon mal ganz gut. Frequenz! Okay, so, die Endung erinnert mich so ein bisschen an hier die eine, wie heißt sie? Das haben wir das ganze Wochenende mal hier gehört, mein Mann und ich. An Nura. Das erinnert mich total an die Single von Nura. Jetzt fällt mir gerade dieser Satz nicht ein. Auf jeden Fall erinnert mich das da, weil hier bei ihr die Endungen so, so lang gezogen sind, ne? Also die Endung hat sie so ein bisschen ganz anders artikuliert, fast sogar so ein bisschen Blue Note-artig. Sowieso beim Rap ist es, da hat man ein bisschen mehr Spielraum. Es ist jetzt nicht wie als wenn du gerade einen Ariana Grande Song singst, wo das direkt auf den Tonalitäten stimmen muss. Beim Rap ist es natürlich wieder ganz anders, ne? Also hier hat sie das so ein bisschen Blue Note mäßig, ja, so ein bisschen durchausgesprochen, würde ich das jetzt mal so nennen, aber so mehr Blue Note artig, ja, und zwar nicht Frequenz, Frequenz. Hunde. Auch so wieder gedroppt in Note. Hunde. Lass uns mal weiterschauen. Sitzt. And that's it. Ich will es nur mal nachsingen, damit ich es euch mal so nach vorzeigen kann. Damit ihr das zu Hause auch machen könnt. Nicht, weil ich sie jetzt irgendwie da, ne, sondern ich habe immer das Gefühl, wenn ich es meinen Schülern vorsinge, dann A, durch Imitation können sie es besser nachsingen. Manchmal, gerade bei kleineren Kindern, Imitation funktioniert sehr gut. Und manchmal verstehen sie es besser. Sie können es dann besser nachvollziehen, weil sie es selber nicht so hören. Du hörst ja selber deine Stimme ganz anders, ja? Deswegen, wenn ich ihnen das jetzt so vorsinge beispielsweise, dann verstehen sie, ah, auch so meinst du das. Also sie
geht durch diesen Rap ziemlich spielerisch durch, ne? Spielerisch im Sinne von, ich versuche jetzt einfach andere Stilistiken zu machen, ne? Und das finde ich auch mal abwechslungsreicher, weil wie ich auch gerade erwähnt habe, es ist einfach viel interessanter, wenn ein Rapper vielleicht ein bisschen mehr vielseitiger ist, wenn er ein bisschen mal was ausprobiert. Naja, auf jeden Fall, jetzt so groß im Ganzen finde ich, dass die bei der Artikulation ein bisschen besser ist als bei dem letzten Mal, wenn ich das jetzt mal so ganz höflich sagen darf. Es gibt ja auch mal solche und solchen Rap und dann ist ja auch immer jeder anders und dann Slang und so weiter und so fort. Ich finde aber, hier ist ein bisschen deutlicher bei der Aussprache, bei den K-Lauten, bei den ganzen Zischkonsonanten, also bei, eigentlich im Grunde genommen bei der Aussprache. Lass uns mal weiterschauen. Stunde. Hunde. Schwarze Karten in der Tasche von Versace. Dann war der Kehlkopf ein bisschen höher jetzt. Okay, so ich muss mir mal hier mal kurz einen Stopp machen. Auf jeden Fall, ich hatte jetzt auch noch gar nichts zum Video gesagt. Ich sage grundsätzlich nie was zu den Videos, weil ich finde, dass das nichts zu tun hat mit dem Gesang. Also weil ich finde auch in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel so meine persönliche Meinung reinbringe, bringt das gar nichts zur Sache, weil ich bin ja nicht die Promi-Flash, sondern ich bin Gesangslehrerin und ich bin dafür da, dass jemand Unterstützung oder Hilfe braucht bei seinem Singen. Und ich bin, weißt du, ich feiere Leute, die sich feiern, weil sie einfach zu dem stehen, was sie machen. Und das Video hat relativ viele Dislikes mittlerweile, so 20.000 versus 60.000. Ach, ich glaube, die Leute nehmen sich einfach selber immer viel zu ernst und Deutschland ist immer sehr, sehr, Deutschland kann immer sehr genau sein. Die können immer teilweise manchmal sehr übertreiben und jeder soll doch machen, was er will. Weißt, das ist doch deren Sache, verstehst du? Wenn die Leute das mögen, dann sollen sie das machen. Und es gibt immer Leute, die das hören und die das geil finden und die Spaß dran haben. Also, verstehst du? Und mein Wort zum Sonntag. Das ist jetzt irgendwie ganz interessant, weil der zweite Teil ihrer Strophe ist schon wieder ähnlich wie bei diesem Gib ihm. Da singt sie auch wieder in diesem Character Voice. Hört mal ganz genau hin, das hatte ich letztes Mal gut nachgemacht. Ich mache es gleich nochmal nach für euch, aber schaut mal hin. Also sie setzt klar die Strophen ab. Das ist wohl ihre Stilistik, dass sie die erste Strophe gesanglich ein bisschen anders singt und dann bei der zweiten Strophe doch mehr in diesem kind of Character Voice geht, ja. Genau, da habe ich jetzt gerade Vocal Fry genommen. Höher Kehlkopf, plus 1 Kehlkopf, genau. Abu Dhabi, Amani, alle hier sind er muss laufen, laufen bei. Okay, ich habe es jetzt wieder ein bisschen übertrieben, weil er muss laufen, laufen bei. Es ist nur eine Nuance sozusagen. Ne? Soll jetzt bloß nicht in diesem Character Voice fallen. Also wie letztes Mal, neutrale Position Kehlkopf plus 1 ist höherer Kehlkopf mit diesen anderen stimmlichen Nuancen. Es wird ein bisschen her, es ist ein bisschen sowas wie in der Richtung jetzt. Wenn ich jetzt noch höher reden würde, dann würde ich jetzt schon ganz in diese Mickey Mouse Stimme fallen. Und das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich diesen Kehlkopf total gut angeschlagen habe. The ganze Magic kommt übrigens nicht nur vom Kehlkopf, sondern natürlich auch von den Stimmbändern. Also Stimmbänder, Stimmansätze, dann deine Muskeln, Cryoid, Thyroid, Arytenoid und natürlich in welchem Register du singst und so weiter und so fort. Also Atmung, alles Mögliche spielt eine Rolle beim Gesang. Machen wir einmal bis hierhin, weil ich glaube, es gibt gar nicht so viel zu analysieren, dann gibt es auch keinen Sinn, euch da jetzt weiter irgendwie festzuhalten. Auf jeden Fall wollte ich also hier nochmal bei dem Song einfach nur mal ein bisschen verdeutlichen, was ich eigentlich bei diesem Shirin David Gib ihm schon gesagt habe. Das heißt, wenn ihr da nochmal diese Analyse sehen wollt, dann schaut doch mal da nochmal rein. Gesangsunterricht kann einfach so wahnsinnig toll sein, weil man einfach unglaublich viel aus seiner Stimme rausholen kann und nicht nur beim Register, sondern auch bei diesen Stimmfarben, bei den Stimmstilistiken. Wir sagen immer, wenn du eine andere Stilistik singst, wie Jazz, Blues, Rock, Pop, verändern sich auch die Kehlkopfpositionen, verändern sich auch die Dynamics, verändern sich auch die Stimmansätze, verändern sich auch der Kehlkopf. Das heißt,
weißt du, bei jeder, bei ob es jetzt Rap ist oder sage ich jetzt mal Pop wie Ariana Grande, weißt du, jedes hat so sein Handwerkszeug, ne? Ja, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut doch mal in die Infobox rein. Ich bin auch bei Instagram und auf Facebook. Und ich gebe auch Gesangsunterricht nach Deutschland. Und wenn ihr möchtet, kann ich mir euer Cover mal anschauen. Singing Critique heißt es. Ihr sendet mir sozusagen euer Cover und ich gebe euch einen Breakdown auf Deutsch zurück, schriftlich oder in Videoform, damit ihr dann zu Hause üben könnt und euch verbessern könnt. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch die anderen deutschen Videos anschaut. Ich habe auch einen deutschen Kanal, auf dem ich zukünftig nur noch die deutschen Videos hochladen möchte. Der heißt Tanja Levy Gesangsstudio. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlässt. Auf beiden Kanälen. Okay, gut.